Kreuz Plus. Glaube und Leben im Bistum Eichstätt. Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz Plus, dem Fernsehmagazin aus dem Bistum Eichstätt. Es war eine traurige Nachricht für die katholische Kirche. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Ist am 31. Dezember gestorben. Wir sind Papst, hatte die Bild-Zeitung am Tag nach seiner Ernennung im April 2005 getitelt. Wir blicken auf die Verbindungen des Deutschen zum Bistum Eichstätt und haben mit Bischof Gregor Maria Hanke kurz nach Benedikts Tod gesprochen. Nach schwerer Krankheit ist der emeritierte Papst Benedikt XVI. Am 31. Dezember im Alter von 95 Jahren gestorben. Mit bürgerlichen Namen hieß er Josef Ratzinger und wurde am 16. April 1927 in Marktl am Inn geboren. Der Bischof hat den Papst in seiner Amtszeit mehrfach in Rom besucht. Zuletzt hat er Benedikt XVI. Im November gesehen. Für ihn ist der Tod des ehemaligen Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche ein großer Verlust. Ich bin innerlich sehr angerührt, sehr bewegt, denn es geht auch in gewisser Weise eine Ära zu Ende. Papst Benedikt war der letzte Zeuge und große theologische Akteur des Zweiten Vatikanums. Ich denke, diese Begebenheit, diese Zuarbeit und Mitarbeit beim Zweiten Vatikanum hat ihn sehr geprägt, auch als Professor, Erzbischof, Kardinal und später auch in seinem Petrusdienst als Papst. Benedikt XVI. Wurde im April 2005 zum Papst gewählt. Eine besondere Beziehung zum Bistum Eichstätt hat er über die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Dort war er Ehrendoktor. Ihre Gründung 1980 fiel in seine Zeit als Vorsitzender der Freisinger Bischofskonferenz und Erzbischof der Diözese München-Freising. Ich denke auch, dass gerade die Katholische Universität für ihn hier in Eichstätt ein Thema war. Er hat lebendig Anteil genommen am Werdegang. Der Uni hat sich auch immer wieder erkundigt bei mir. Und ich denke, diese Verbundenheit mit Eichstätt, die konnte ich wirklich sehr, sehr spüren. Auch sonst gab es Begegnungen. Bei der Ministrantenwallfahrt 2010 konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Eichstätt den Papst bei der Generalaudienz live auf dem Petersplatz erleben. Im Jahr darauf besuchten 500 Pilgerinnen und Pilger aus Eichstätt Papst Benedikt bei seinem Deutschlandbesuch im Berliner Olympiastadion. Für Bischof Hanke schöne Erinnerungen. Er hat regen Anteil genommen am Bistum Eichstätt. Er hat, ich denke, dieses kleine Bistum im Blick gehabt und er hat es auch geliebt, geschätzt. Das konnte ich immer wieder spüren bei unseren Begegnungen. Er fragte nach Personen, die er hier kennt. Er hat sich ganz lebendig erkundigt nach Alltagsbegebenheiten und hat doch regen Anteil an unserem Bistum genommen. Und das hat mich immer wieder berührt, so diese Liebe zum Detail, die ich bei ihm gespürt habe. Und darüber hinaus waren die Begegnungen auch sehr angenehm. Er konnte witzig sein, witzig, spritzig, konnte pointiert kommentieren. Er hatte wirklich ein scharfes Urteil. Und das hat mich immer wieder amüsiert und auch auferbaut. Im Bistum Eichstätt wird Benedikt XVI. Auch musikalisch in Erinnerung bleiben. Der ehemalige Domkapellmeister Christian Heiß hat seinen Primizspruch Non quia domi marmor als Geschenk beim Besuch der Deutschen Bischofskonferenz 2011 vertont. Benedikt XVI. War für viele der bayerische Papst. Seine Verbindung ins Bistum war immer wieder spürbar und auch viele Menschen hier in Bayern haben ihn als einen von uns wahrgenommen. Die Trauer nach seinem Tod hat sich auch im Bistum Eichstätt wiedergespiegelt. Mit einem Requiem in der Eichstätter Schutzengelkirche hat sich das Bistum vom emeritierten Papst Benedikt XVI. Verabschiedet. Es bringt zum Ausdruck, dass zwischen ihm und dem Bistum eine starke Verbindung herrschte. Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke würdigte Benedikt XVI. Als großen theologischen Geist. Aus meinen Begegnungen mit ihm wage ich zu sagen, die Größe seines Geistes mit der Größe und Tiefe seiner Demut und persönlichen Bescheidenheit. Der Theologe Josef Ratzinger werde durch seine Schriften weiterwirken.
Bischof Hanke ist überzeugt, dass sie eines Tages zu den bedeutenden Werken der Kirchengeschichte zählen werden. Er sei damit einer der Wegbereiter für das Zweite Vatikanische Konzil gewesen und habe die Kirche darin mitgestaltet. An den Theologen Ratzinger erinnert sich auch Domvikar Dr. Thomas Stübinger gern. Was mich immer sehr beeindruckt hat, dass er gar nicht eine ausgefeilte Rhetorik gebraucht hat oder auch mit der Stimme. Er ist ja eher ein zurückgenommener Lehrer gewesen. Er hat einfach mit der Kraft seiner Worte enorm viel geleistet. Also er musste praktisch gar nicht Methode oder so groß machen. Das, was er gesagt hat, hat so fasziniert, dass das einfach in sich großartig war. Als Papst Benedikt XVI. Leitete Josef Ratzinger von 2005 bis 2013 die katholische Kirche. Sein Rücktritt war ein Paukenschlag. Vor ihm hatte zuletzt vor Jahrhunderten ein Papst auf sein Amt verzichtet. Ein ausliegendes Kondolenzbuch gibt vielen Menschen die Gelegenheit, sich an den ehemaligen Papst zu erinnern und ihre Gedanken zu teilen. Für die Gläubigen war Benedikt XVI. Ein Papst, der ihnen nahe war. Also der Papst war ein großer Bayer. Und er war für uns in Deutschland und vor allem in Bayern war er eine große Wohltat. Es war Freude, damals die Erhebung zum Papst mitzuerleben. Also wenn ich an Papst Benedikt denke, dann denke ich an Köln 2005, Weltjugendtag, schöne Tage in Gemeinschaft. Klar, über Entfernung mit dem Papst, aber mit vielen Jugendlichen aus der ganzen Welt. Gelebtes Christsein und ja, auch im Kleinen, in der Familie. Wir waren 2009 mit den Kindern, mit der Familie, mit den Großeltern in Rom und durften da auch Papst Benedikt sehen auf dem Petersplatz. Also Gemeinschaft eigentlich, ja. Es war immer schön, ihm zuzuhören, wie er die Exegese macht und wie er das Evangelium auslegt, auch für einen Laien, dass das gut verständlich ist. Das ist ganz gut rübergekommen und für mich war beeindruckend sein gutes Wissen, aber auch seine Bescheidenheit. Seine Verbindung zu Eichstätt, so Hanke, habe Benedikt XVI. Immer durch Interesse an dem bayerischen Bistum bekräftigt. Für mich war es rührend, seine Freude zu erleben, wenn er Anteil nehmen konnte an Lebenswegen und Wegstrecken von Menschen, die er kannte und von denen man ihm erzählte. Das Leben im Alter war ihm nicht nur Last, sondern es blieb, was es für ihn immer war, Geschenk. Beim anschließenden Empfang im Priesterseminar kamen Vertreterinnen und Vertreter aus kirchlichen Gremien und Verbänden sowie aus Politik und Gesellschaft im Gedenken an Benedikt XVI. Zusammen. Der bayerische Papst wird im Bistum Eichstätt noch lange im Gedächtnis bleiben. Neue Aufgaben bringen gerade jetzt im neuen Jahr neue Herausforderungen mit sich. Korbinian Müller steht genau vor solchen. Seit September 2022 ist er der neue Jugendseelsorger im Bistum Eichstätt. Wir haben ihn begleitet. Mittendrin in der Jugendarbeit. Die Vollversammlung des Bunds Deutscher Katholischer Jugend ist eine der ersten Veranstaltungen, bei denen der neue Jugendseelsorger Korbinian Müller mit im Boot ist. Rund 30 Jugendliche und junge Erwachsene aus den diözesanen Verbänden und Jugendgruppen der Dekanate tauschen sich im Tagungshaus Schloss Pfünz aus. Korbinian Müller startet den Tag mit einem geistlichen Impuls und sucht das Gespräch. Die Zusammenarbeit mit den Jugendgruppen und Verbänden ist ein Schwerpunkt seiner Aufgaben. In den Verbänden läuft schon sehr viel. Und die Arbeit dort erreicht auch Menschen, die vielleicht an der Pfarrei jetzt gar nicht andocken könnten. Insofern spreche ich den Verbänden schon einen großen Stellenwert zu, weil sie einfach mit ihrer ganz anderen Arbeit, die im BDKJ zusammengeführt wird, ihren Teil dazu beitragen, dass Menschen, die eher kirchenfern wären, trotzdem ihren Platz finden. Angebote für Jugendliche wie Ausflüge, Wallfahrten, Jüngerschaftskurse oder Gottesdienste und vieles mehr werden im bischöflichen Jugendamt koordiniert. Die Organisation findet oft in Zusammenarbeit mit den Dekanaten statt. Gemeinsam mit den anderen Hauptamtlichen entwickelt der Jugendpfarrer so einen Plan für die Jugendarbeit im Bistum und schafft die Voraussetzungen dafür. Wir sind dafür zuständig, dass die Jugendarbeit im Bistum Eichstätt grundsätzlich stattfinden kann. Die Dekanatsjugendbüros werden von uns organisiert, personell, und dass da einfach Arbeit gemacht werden kann, dass Gruppenleiterschulungen stattfinden, dass entsprechend Menschen da sind, die in der Fläche und der Pfarrei Jugendarbeit leisten können. Dafür sind wir da, dafür unterstützen wir mit Materialien, dafür unterstützen wir mit Inhalt, dafür unterstützen wir einfach mit der Organisationsstruktur. Diese Strukturen sollen die Dekanate und Pfarreien nutzen.
Der neue Jugendpfarrer ist für vieles zuständig und eine Art Netzwerker. Ich erlebe ihn als sehr engagierten und zugreifenden Mann, der wirklich die Sachen anpacken will. Der Jugendpfarrer hat ja eine sehr wichtige Aufgabe in unserem Bistum. Er ist der Ansprechpartner für alle Jugendliche, für alle Jugendverbände, Jugendgruppierungen unterschiedlichster Art. Er soll die Jugendlichen auf ihrem Weg des Lebens und des Glaubens begleiten, Ansprechpartner, sozusagen der Kontakt zur Diözese sein, auch wenn natürlich dann der richtige persönliche Kontakt in den Dekanaten bei den Jugendseelsorgern vor Ort beziehungsweise den Jugendreferenten stattfindet. Beim anschließenden Gottesdienst des BDKJ und der Jugendgruppen in der Schlosskapelle wird die Aufgabe des Jugendpfarrers als Seelsorger deutlich. Wichtig ist Corbinian Müller vor allem, auf die Jugendlichen zuzugehen und sie im Glauben zu stärken. Dabei helfen ihm seine eigenen positiven Erfahrungen in der kirchlichen Jugendarbeit. Ich war Ministrant, habe da auch schon in frühen Jahren hier am diözesanen Ministrantenprogramm teilgenommen. Was mich reizt daran ist, mit jungen Menschen auf dem Weg zu sein, ihnen davon zu erzählen, was mich selbst bewegt, sie aufzufordern, dem nachzuspüren, was sie bewegt, wo Gott in ihrem Leben präsent ist und entsprechende Angebote zu machen, dass das Ganze auch möglich sein kann. Beim abschließenden Abendessen berichtet der Arbeitskreis Ghana über seine Reise in das afrikanische Land. Auch der Jugendpfarrer war mit dabei. Dort hatten die jungen Erwachsenen die Möglichkeit, den 38-Jährigen persönlich kennenzulernen. Er ist sehr nett, sehr offen, manchmal auch ein bisschen laut und energisch, aber ich finde, das ist genau das, was die Kirche eigentlich jetzt auch braucht. Er war bei der DPSG auf der Veranstaltung mit dabei, hat den Gottesdienst gehalten, war für Rede und Antwort gestanden für Fragen von denen. Und somit ist er sehr offen und freut sich eigentlich auch immer, wenn Jugend hier im Haus ist. Ja, ich habe ihn erlebt als aufgeschlossen, motiviert jetzt gerade am Anfang, freundlich auf jeden Fall, der Jugend zugewandt und einfach noch voller Tatendrang. Eine der nächsten großen Aufgaben für den Jugendpfarrer ist die Reise zum Weltjugendtag nach Lissabon in diesem Jahr. Wie hier beim letzten Weltjugendtag im polnischen Krakau ist die Vorfreude groß. Weitere Herausforderungen und Aufgaben werden folgen. Zusammen mit seinem Team wird Corbinian Müller alles tun, um für die Jugendlichen da zu sein. Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Das war Kreuz Plus im Januar. All unsere Ausgaben finden Sie im Internet zum Nachschauen unter kreuzplus.de. Wir sehen uns wieder am 24. Februar. Dann geht es bei uns unter anderem um die geistliche Begleitung im Bistum Eichstätt. Bis dahin, machen Sie es gut!